Also wir können natürlich hier tatsächlich von einer Jahrhundertbaustelle sprechen. Das ist sicherlich auch ein Ausmaß, das Bamberg in dieser Form nie gesehen hat. Wir erneuern letzten Endes ja eine Stadt in der Stadt. Der Michelsberg hat allein von seiner räumlichen Ausdehnung den mit Abstand größten Flächenanteil auch im Welterbe. Die Rolle, die unser Büro bei der Instandsetzung von der Abteikirche St. Michael gespielt hat, war in der Tat von tragender Bedeutung. Wir waren hier als Tragwerks- und Objektplaner tätig und haben dafür Sorge zu tragen gehabt, dass die Kirche die Standsicherheit wieder gewinnt, wieder erlangt oder eben auch weiter beibehält. Das konnten wir letzten Endes durchführen durch Planung und Konstruktion von Ausführungsdetails, von Reparaturen, besonders im Dachraum, aber auch an der Dachhaut und den Wänden und den Fundamenten. Und das waren spannende Jahre, die wir hier verbringen durften. Zeitenweise waren hier in der Kirche an die 30 Handwerker beschäftigt. Und von daher klingt es erstmal nach einem sehr, sehr großen Projekt oder einer gewichtigen Rolle, die wir gespielt haben. Sehe ich nicht ganz so. Für mich ist es eher so eine Sache, ein Gleicher untergleichen zu sein. Also alle Beteiligten, Projektbeteiligten über den Bauherrn, die Fördergeber, aber vor allen Dingen auch die Handwerker. Ohne den jeweils anderen hätten wir dieses, ja, ich finde schon großartige Projekt nicht bewältigen können. Wir haben mit 3D-Laserscannern und hochauflösenden Kameras die gesamte Ausstattung ganzheitlich erfasst. Dies bildet die Grundlage der Bestands-, der Schadens- und der Sanierungsdokumentation. Die modernste Technik ersetzt jedoch nicht die Erfahrungswerte und das Können der Restauratoren und Handwerker, bildet aber wiederum die Grundlage einer zukunftsorientierten Dokumentation für die kommenden Generationen. Wir sind ja hier im Weltkulturerbe und das Kloster ist ein herausragender Punkt. Und die kurze Bauzeit auf dem Hügel und die Topografie von Bamberg, die macht es hier sehr schwierig mit der Anlieferung von Materialien, von Schwertransporten, die hier ins Kloster rein müssen. Alles geht da vorne durch unseren Pfortenflügel, durch das kleine Tor mit einer Höhe von 4,30 Meter. Alles muss mit der Hand reingetragen werden. Es gibt Abstimmungen. Wir haben hier 7.500 Quadratmeter Gerüst gebaut in Engstellenbereichen, in Abstimmungen mit den Verkehrsbehörden. Es gibt täglich Festlegungen und wir haben hier das Glück, dass das Klosterteam sehr kooperativ oder sehr konstruktiv zusammenarbeitet und unser Chef, der Herr Felix, absolut hinter uns steht und die Entscheidungen mitträgt. Gott sei Dank nimmt hier jemand Geld in die Hand, um unsere Klosteranlage zu retten. Denn Teile waren wirklich absturzgefährdet. Gewände oder Stütze waren an den Fensterkästen. Hat eigentlich nur der Fensterkasten noch zusammengehalten, ansonsten wären sie rausgefallen. Was hat mich bewogen, mich in Berlin für Bundesmittel für dieses Projekt einzusetzen? Ich war begeistert, weil dieses Projekt und der Michelsberg ein Stück Bamberger Geschichte sind. Und dieses Stück Bamberger Geschichte muss allen erhalten werden. Die innere Ruhe zu finden, das ist mal was Schönes, abzuschalten. Das ist hier möglich. Wie gesagt, den Blick auf Bamberg einfach genießen. Die Ruhe, die man von hier oben auf die Stadt genießen kann.